Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mafia Definitive Edition. Tommy ist eine kleine Pussy und deswegen gibt es jetzt Schießerei im Restaurant. So. Und da Tommy eine kleine Pussy ist, sind all seine Freunde in Gefahr. Selbstverständlich ist das eine gute Idee. So. Alter, was? Jetzt brenne ich? Wo kommt denn jetzt auf einmal der Molly her? Junge. Ja. Na, wusste ich doch, dass es hier noch ein Comic-Heft gibt. Gibt es hier sonst noch etwas in dem Restaurant? Nein, aber gut, ist ja auch nicht wichtig, den Sergio zu jagen. Den Sergio, genau. So. Und das ist alles Tommys Schuld. Wie dumm! Alter, auf die Entfernung verfehlt man doch niemanden mit einem Thompson. Endlich! Ab aufs Motorrad und weiter geht's. Tommy, du olle Pussy, Alter. Ich krieg gekotzen. Man hätte ihn einfach erschießen können, weißt du? Aber nein, jetzt müssen wir hier Verfolgungsjagd auf Harley machen. Habe ich eine Pistole? Nein, hä? Schöne Verfolgungsjagd, traumhaftes Ding. 10 von 10 wird nochmal verfolgen. Auch hier die Handbremse, wieder ein gern gesehener Freund. Ohne Speedlimiter durch die Stadt, ob das etwas ist, was wir uns so erlauben können. Ich weiß es nicht. Aber gut, auf der anderen Seite, die Polizei wird uns wahrscheinlich eh schon... Suchen Tommy, mein Freund. Aber nett von denen, dass die auf uns warten, war. Achso, Pauli und Sam machen hier ein bisschen Action. Junge, was ist das? Was ist das für ein übermächtiges Motorrad? Was für Blutspritzer fliegen aus dem Auto? Hä? Ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert gerade. Jungs! So. Was heißt hier, das Motorcycle hat die Kontrolle verloren? Ab geht es, Kollege Morello hat keine Chance gegen uns. Warum ist das Auto schneller als das Motorrad? Das ist im echten Leben doch nicht so. Habe ich doch online gelernt. Hüpf! Ja, ich weiß, dass ich verrückt gut Motorrad fahre. Ja, ja. Irgendwas blinkt. Unsere Helfbar blinkt. Wird sie jetzt voller oder weniger voll? Spricht das für Tommys Übelkeit, weil er so schnell fährt? Man weiß es nicht. Hier ist eine Rampe. Was für ein Sprung. Ja, und die Halunken schießen auf uns. Und wo ist denn unsere Pistole hin? Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich machen muss. Muss ich dicht an denen dranbleiben? Keep up with Sergio. Ja, tue ich ja, aber er schießt ja auf mich. Oder sollte ich nicht so dicht dranbleiben, sondern nur hinterherfahren? Offenbar sollte ich nicht so... ein Zeppelin. Ganz schön was los hier auf den Straßen. Als wäre 1. Mai. Ey, Kollege! Ich denke, Sergio hat es ja nicht mehr so weit. Der ist einmal quer durch die Stadt gefahren. Viel mehr Stadt gibt es hier ja dann auch nicht mehr. Where are you going? Halt doch die Fresse, Alter. Out of control. Was für out of control? Ich geb dir gleich out of control. Was denn eigentlich mit Pauli und Sam? Die waren doch auch mal da. Die haben mich doch einmal supportet und jetzt nicht mehr. Oh, jetzt sind wir an den Docks. Spannend. Ab in den Hafen. Tommy ist
am Start. Hat einen erschossen. Ja, ist ja okay. Komm, lass mich mal machen hier. Ich zeige euch jetzt, wie das Ding hier geht. Wenn man niemanden erschießt. So. Was war denn das? Was habe ich denn da gemacht? Das machen wir aber gleich nochmal richtig, oder? Das machen wir gleich nochmal richtig. Da gucke ich nochmal hier. Also, na, das machen wir auch noch in dieser Folge, denn das habt ihr nicht verdient. Ich habe keine Granaten, keine Molotow-Cocktails. So. Hey! Ich habe ihn doch getroffen. Ich war doch voll drauf. Ich war doch voll drauf. Also kann mir doch keiner sagen, dass ich die nicht getroffen habe. Und in der Aufnahme sieht man dann so, hey, Anis hat voll daneben gezielt. Wenn ich eine Kommentarkultur hätte, würde das wahrscheinlich im Kommentarbereich stehen. Ich habe keine Kommentarkultur. Mein Channel ist einfach viel zu amateurhaft. Alter, kotzt mich das an. Warum sterbe ich denn die ganze Zeit? Vor allem, warum hat er den denn nicht schon vorher erschossen? Also wie... Weil da die Kellnerin dazwischen war. Junge, du hast eine unschuldige Frau in die Luft gejagt. Du ballerst 1 Million Leute in die Luft. Auf dem Boot hast du eine Frau einfach hingerichtet. Und jetzt holst du rum wegen so einer behinderten Kellnerin. Der Kollege. Also alle Kollegen waren das. Okay, sehr gut. Ja, direkt eine Schrotflinte nehmen. Bringt wenigstens ein bisschen was. Gibt's hier hinten? Gibt's hier. Der! Sniper oder was? Alles klar, also hier so ein bisschen rumlaufen und Comic-Hefte mal. So nebenbei einsammeln geht nicht. Toll. Jetzt muss ich hier wieder diese Anfangsschießer, ich möchte ein bisschen Deckung sein. Ich bin echt nicht der größte Fan von Cover-Shootern, wa? Also ich bin ja... Also so die pussyartige Art, ein Action-Spiel zu spielen. Also von da aus wird auch nicht geschossen. Und von da oben aus. Dafür habe ich nicht das Aim. Dafür ist die Waffe auch nicht genau genug. Hä? Der Kollege da oben schon wieder, den kann ich ja auch nicht erschießen mit meiner Waffe. Das verstehe ich nicht. Komm, das Drama hier muss jetzt auf jeden Fall noch in diese Folge rein. Einmal versuche ich es noch, wenn das nichts wird. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also was soll's. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Cover-Shooter hasse. Oh, der Kollege ist tot.
Hä? Fuck, voll in den Molotow reingesprungen. Aber das ist doch ein schönes Ende für die Folge. Der brennende Kollege Tommy. Der nicht glücklich aussieht. Alles klar. Ich wünsche euch was. In der nächsten Folge schaffen wir die Nummer dann auch endlich mal. Bis dann, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao und goodbye.